Ich bin heute zu Besuch beim Matthias Pöschl, beziehungsweise auf dem Hof der Familie Pöschl. Drei Generationen habe ich da schon gesehen, bewirtschaften den Betrieb miteinander. Matthias, was hast du für einen Betrieb? Wie darfst du deinen Betrieb beschreiben? Ja, wir haben einen Nebenerwerbsbetrieb, wie du schon gesagt hast, drei Generationen arbeiten da mit. Sonst darf es auch nicht gehen, so wenn wir das jetzt machen. Und genau, wir haben also einen Milchviehbetrieb mit Nachzucht und haben 30 Hektar und haben jetzt gerade in der Umstellung auf ökologischen Landbau. Ja, haben fünfgliedrige Fruchtfolge auf dem Acker. Also versuchen wir auch immer eher eine Frucht mehr reinzubringen als eine weniger. Das heißt, du hast Milchvieh und du hast Ackerbau. Genau, ja. Und so kannst du quasi auch deinen Wirtschaftsdünger selber auf deinem eigenen Acker nutzen. Genau, wir versuchen eigentlich, dass wir alles, was wir brauchen, eigentlich selber haben. Also den Zukauf so gering wie möglich zu halten und genau da im Kreislauf das zu haben. Und was hat dich bewegt, dass du auf Bio umstellst? Ja, das war der Gedanke, war schon lange da oder interessant, sage ich mal, ja, die Herausforderung da zum sehen jetzt, oder das einmal auszuprobieren. Wir haben uns da langsam rangetastet über Jahre. Erst haben wir mal das weggelassen und dann, okay, das hat funktioniert, dann lassen wir noch was weg. Und man hat ja gesehen, es ist kein totaler Ausfall. Es funktioniert und ja, irgendwann denkst du daran, okay, wenn es so auch geht und wir das ist, was wir machen wollen, dann gehen wir den Schritt in die Umstellung. Ja. Das heißt, du bist der Typ, der sich so langsam hintastet, um die einzelnen Schritte zu verstehen. Und du hast ja auch EM in deinem Betrieb mit reingenommen. Mhm. Wie waren da deine ersten Erfahrungen? Mhm. Wo habt ihr angefangen? Ja, angefangen haben wir in der Silage. Das ist, denke ich, haben viele, oder machen ja viele, oder die meisten, aber wir haben es halt im Silo mit dazugenommen und dann haben wir gesehen, okay, die Silage ist stabiler. Man meint, die Kühe fressen auch mehr. So ist zumindest der Eindruck. Und ja, es ist nur positiv. Und jetzt mal für Nicht-Landwirte, was verbirgt sich hinter Silage? Ist stabiler? Was passiert oder kann passieren, wenn man keine Mikroorganismen in die Silage reintut? Also die Silage ist ja im Grunde, man konserviert die Gräser, die wohl im Sommer wachsen, für den Winter. Die Kuh hat im Winter auch Hunger, mag Silage. Und wenn die jetzt nicht stabil ist, heißt das, dass die, wenn man die Silage öffnet, also wenn Luft dazu kommt, dann kann sie die erwärmen und dann kann Schimmel auftreten und so. Und das kann ich halt nicht verfuttern oder soll es nicht verfuttern, weil ja, das ist genauso für den Menschen ist es auch schlecht, für die Kuh ist es auch schlecht, wenn es was Schlechtes frisst. Ja. Und deswegen schauen wir, dass man da Idealzustände hat. Das fängt natürlich schon bei der Ernte drauf an, aber eben das EM hilft uns eigentlich da nochmal stabiler zu werden. Das macht das ganze System stabiler, sag ich mal. Also das ist ähnlicher Schimmel wie beim Brot, was der Verbraucher auch kennt. Mhm. Und wenn das mal zu schimmeln beginnt, sollte man sie auch nicht mehr essen. Und bei der Silage ist es ähnlich. Das heißt, die Mykotoxine, die dann da entstehen, schädigen die Kuh und verursachen verschiedene Krankheiten. Mhm. Genau, ja. Und man hat ja auch noch den Aufwand dann, muss dann auch schauen, jetzt ist da was schlecht, das muss ich wieder wegkrammen. Es ist ja auch ein Zusatzaufwand. Die Zeit. Ja, genau. Wie ist jetzt bei euch dann nach dem Einsatz in der Silage weitergegangen? Ja, das nächste war dann, dass man es im Garten oder dass die Rosi im Garten hergenommen hat, beim Gießen mit dazu. Und man hat dann da schon Effekte gesehen oder das Gemüse ist gewachsen. Und auch, ich habe mir dann auch gedacht, im Garten ist eigentlich der Bohnen immer eigentlich schön, so möchte ich ihn auf dem Feld auch haben. Gell. Dann war eigentlich der nächste Schritt, dass wir es, dann kann man es auf dem Feld auch hernehmen. Genau, bei den Kartoffeln haben wir es als nächstes verwendet, da, gegen die freundlichen Käfer. Ah, scharfe Blunt. Ja. Mhm. Ja. Und so haben wir damit eigentlich immer Schritt für Schritt weiter. Und dann in die Gülle rein, das war dann das Nächste eigentlich. Ja. Was hast du bei der Gülle festgestellt, wie du mit EM angefangen hast? Wir haben es, erst habe ich nur EM hergenommen in der Gülle. Da muss ich sagen, da war der Effekt jetzt noch nicht so
fänglich. Man hat gemerkt, jetzt, also wir haben es nur im Winter hergenommen, wenn der Grund praktisch voll ist, dass die Schwimmschicht weniger war. Sie war jetzt nicht weg, aber sie war. Also mehr Aktivität. Genau, es war flüssiger, sage ich jetzt mal, wo ich jetzt nichts anderes gemacht habe. Und in der Gülle dann haben wir Steinmehl mit dazu genommen und da hat man es dann halt vom Geruch auch gemerkt. Und der nächste Schritt, gut, ist jetzt nicht die Emma, wir haben dann die Kohle noch, so wie sie das im Rosenheimer Projekt da macht. Und da hat man eigentlich alles, was man dazu nimmt, hat man dann einen Effekt gemerkt. Ja, natürlich, das für einen Landwirt wäre es besser, wenn man sagt, ich habe bloß eine Komponente und dann ist die Sache erledigt. Ja. Aber deine Erfahrung, das finde ich jetzt ganz gut, dass du nicht gleich alles gemacht hast, weil du merkst, du hast EM neu, dann ist die Aktivität, die Umsetzungskapazität höher. Also das heißt, die Schwimmdecken wird weniger. Noch und noch weniger, die Gülle wird flüssiger. Jetzt tust du das Sturmmehl mit rein, das puffert ab. Bringt nochmal mehr Oberfläche, hat sehr viel Silikat, remineralisiert den Boden. Und die Kohlen ist nochmal ganz was anderes. Die Pflanzenkohle puffert jetzt die Nährstoffe. Das heißt, deine Nährstoffe, wenn du Gülle fährst, sind nicht mehr wasserlöslich, sondern werden erst quasi von den Pflanzenwurzeln abgesaugt. Dann. Und das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte nichts verschenken. Sondern ich brauche den Dünger auf dem Feld oder kann gut verwerten. Und da ist es natürlich super, wenn ich keine Verluste oder so viel reduzieren kann. Ja, und das sind ja zwei Seiten. Das eine ist, was du keinen Verlust hast. Und das andere ist, das, was nicht verloren geht, ist nicht in der Umwelt. Ja. Und das ist natürlich eine Doppelwirkung, die in der heutigen Zeit extrem wichtig ist. Und bei den jetzigen Handelsdüngerpreisen macht es natürlich nur mehr Spaß, wenn du deine eigenen Nährstoffe tatsächlich an die Wurzel kriegst. Genau, das muss man eigentlich maximal ausnutzen. Ja. Also was man selber am Hof hat oder im Kreislauf, dass man das effektiv einsetzt. Dass ich einfach weniger angewiesen bin auf Dritte oder halt dann auch auf die Preisschwankungen, was man jetzt hat. Da wird das noch wichtiger. Ja. Ich habe zuerst mit deinem Vater ein bisschen geratscht und der hat mir erzählt, dass ihr bei Millikammerl auf unseren ökologischen Melkmaschinenreiniger umgestellt habt. Ja. Wie lange macht es das schon? Genau, den Melkmaschinenreiniger, also ich war gar nicht, irgendwann habe ich entdeckt, dass ihr jetzt den auch anbietet. Und das war mir eigentlich schon lange immer Dorn im Auge, sage ich mal, weil bei uns hat das Spülwasser auch in die Gülle läuft von der Melkmaschine. Und das total gegensätzlich war. Ich versuche da die Gülle zu beleben und dann war ich aber, es geht das Reinigungsmittel rein, das wo ich natürlich brauche, dass die Hygiene passt. Habe ich schon im Gefühl gehabt, oder war einfach, dass das dann mir was kaputt macht. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wenn ihr da einen verträglicheren habt, den probieren wir aus. Erstmal ein bisschen rangetastet, schauen wir an die Keimzahlen. Erst haben wir immer so vorne da jeden dritten Tag hergenommen oder jeden dritten Tag nicht den normalen, sondern dann Eichern. Und ja, irgendwann haben wir gedacht, jetzt passt es, wir haben da stabil mit den Keimzahlen und jetzt seit, ich glaube, einem halben Jahr oder so haben wir jetzt, fahren wir rein mit dem von Eich und wir fahren aber mit den Keimzahlen stabil dahin. Also das funktioniert und jetzt hoffe ich immer, dass ich auch den Effekt dann auch in der Gülle oder halt dann auch in der Gülle auf die Pflanzen merkt dann, ja. Du machst dir da viel Gedanken, wie die Zusammenhänge sind. Ist natürlich auch so, dass viele Landwirte gesagt haben, ja, wenn wir das wegbrachten, dass das nicht mehr die Gülle schädigt. Aber es war ein langer Weg auch für uns, bis wir so einen Reiniger auf den Weg gebracht haben. Aber sind jetzt natürlich auch happy, dass es den gibt und dass er funktioniert. Ja, ich finde, das war so immer das, wo einfach nur abgegangen ist. Weil es ist immer schade, wenn man was in den Tee bringt und dann mit wissentlich wieder ein bisschen runterbringt oder kleiner macht. Und aber das macht es auch so interessant, wenn man jetzt eben so als Dachbegriff nimmt, wenn man so mit unseren Produkten arbeitet. Du fängst bei der Silage an und merkst, ja, es wird nicht so schimmelig. Du gehst weiter zur Gülle und merkst da die Aktivität. Also du lernst einfach dann auch, langsam zum Verstehen, was der Wirkmechanismus ist und wie die natürlichen Prozesse sich verändern und wie du plötzlich auch steuern kannst. Ja? Du machst nicht bloß das alles kaputt, was dir nicht taugt, sondern du
unterstützt eigentlich die Regulationsfähigkeit von einem natürlichen System. Mhm. Und darum hat mich das auch wirklich interessiert. Ihr nehmt es ja für euch selber auch her. Ja, ich denke mal, wenn es jetzt für die Kühe nicht schlecht ist, dann haben wir das mal zum Winter, vor allem wenn wir da ein bisschen krank haben, die Kinder bringen was vom Kindergarten mit heim und dann haben wir gedacht, ja, da brauchst du jetzt irgendwie Unterstützung und dann das Multi-Impuls von euch oder sie eben dann ja. Einfach so täglich als Stammball quasi nehmen wir das her und ich hoffe, dass auf alle Fälle was, dass man robuster wird, dass ich vielleicht nicht wenn es schon weißt, jetzt sind die Kinder krank und dann bis zwei Tage später ist man selber gleich drauf, vielleicht kann man das dann ein bisschen verhindern. Ja. Das ist ja der Gedanke gewesen, also dass man was macht, das auch für einen Menschen geeignet ist. Unser Verdauungssystem ist ja letztendlich ein großer natürlicher Prozess und die Darmbakterien machen unser Essen quasi für uns verfügbar und besiedeln aber auch die Grenzfläche zwischen außen und innen, weil unser Darm ist ja eigentlich noch innen gesogene Außenwelt und die Darmwand ist die Grenze. Und da, wenn die richtigen Bakterien als Schutzschild stehen, dann ist schon mal der erste Schritt da. Und wenn unsere Mikroorganismen Nahrung kriegen, dann entstehen auch Stoffwechselprodukte, also Vitamine, Enzyme, Aminosäuren, Antioxidantien. Und das ist halt gerade, sind alles Sachen, wo das Immunsystem dann darauf zugreift. Und ja, Kindergarten ist so ein Umschlagplatz, wo alles zusammenkommt. Und wenn man sich nicht alles heimzieht, das ist natürlich auch ein Vorteil. Genau, ja. Dass wir nicht alle flach liegen. Genau.